So, dann sind die Informationen nämlich sauer beieinander. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Schmied. Nachteil. Kannst du mein Zahnrad schmieden? Kannst du mir ein Zahnrad nach Maß anfertigen? Klar, sofort. Nun habe ich zurzeit einen Versorgungsengpass. Ich benötige dringend Eisenerz. Je mehr, desto besser, desto schneller. Ich mache dir auch einen guten Preis, wenn du mir welches bringst. 10 bis 12 Wochen sollten wir liegen. Geht es nicht allen Schmieden so? Eisen wird knapp, in der Tat. Man sollte sich vielleicht die alten Minen in den Wäldern nochmal ansehen. Mag sein, dass sich da noch was rausholen lässt. Das heißt, ich muss mich in eine Gegend begeben, für die ich mich eigentlich noch zu grün halte. Was kann ich bei dir tauschen? Hoffentlich ist dein Inventar jetzt ein Apfel, den nehmen wir doch. Immerhin. Wir sehen uns. Also das Spiel sorgt für mehr Äpfel als das Vanillaspiel. Ich muss jetzt wirklich dahinter. Das wollte ich eigentlich vorerst lassen. Aber gut, ich habe jetzt wenigstens einen besseren Bogen gekauft. Ich fühle mich gar nicht gut dabei, ehrlich gesagt, weil ich weiß, dass das Snapper unser Zeug ist. Der Keile ist das kleinste Problem. Und irgendwo da muss auch noch so ein Friedhof sein mit Zombies. Wolf. Die sind auch nicht das Problem. Also von. Ja, treffe ich jetzt auch mal oder treffe ich jetzt auch mal? Hallo? Das ist sowas. Vor den Blutfliegen, da graust es mir auch nicht. Aber in dem Wald sind auch Orks, ne? Ich hoffe, dass das gut geht. Aber da hinten, da ist Vinos alte Schnapsbrennerei. Das ist eine Mine. Und die hat der wohl gemeint, der Brian, der hat doch auf eine Mine im Wald angespielt. Den lasse ich näher kommen, vielleicht reicht dann ein Pfeil. Oh, tschüss. Nein, ach komm, mit Pfeil und Bogen kannst du doch echt nicht arbeiten. Jetzt wieder das Gefummel, bis ich endlich wieder im Spiel drin bin. Es ist einfach nur nervtötend. Und es muss irgendwas mit Bogenschießen zu tun haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es an Gothic liegt. Das hatte ich schließlich früher mit meinem Windows XP-Rechner nicht das Problem. Es muss eine Routine sein, die mit Windows 7 kollidiert. Ich kann mir das nicht erklären. Ich glaube nicht, dass Gothic schuld dran ist. Und ich habe ja das Problem, wie man sieht, mit Handwaffen nicht. Ich riskiere jetzt mal wieder einen Absturz, indem ich die Snapper. Aber da bräuchte ich jetzt eigentlich unbedingt Fernkampf. Ja, genau deswegen. Genau deswegen müsste ich das eigentlich mit Fernkampf lösen. Ich habe jetzt fast schon Angst, überhaupt den Bogen einzusetzen. Kann ich die Umgebung irgendwie für mich nutzen? Das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Es muss gehen. Es kann sein, dass mir das Spiel gleich wieder abstürzt. Okay, genau deswegen wollte ich noch nicht in diesen Wald gehen. Und weglaufen macht eigentlich keinen Sinn. Welche Optionen habe ich? Der alte Bug, bei dem einem was ist denn das? Ist mit der Berg da weiter? Das gucke ich mir mal an. Vielleicht kann ich die von da oben abschießen, falls ich da überhaupt drauf komme. Bei Gelegenheit sollte ich mir auch mal wieder, weil ich diese Höhle gerade sehe, da ist ein Schattenläufer drin, sollte ich mir bei Gelegenheit wieder einen Eisblock holen.
Die sind das beste Mittel gegen Schattenläufer. Also entweder ich lasse die links liegen und laufe an denen vorbei. Oder ich hab mal Glück. Und treff die öfter. Gott sei Dank. Speichern. Das mache ich nicht nochmal. Also da hatte ich jetzt mal Glück. Muss auch mal sein. Und ich glaube, da hinten sind Warane. Die sind nicht so schlimm, aber ich glaube, das sind noch ein paar Snapper. Jedenfalls bei die Nacht des Rabens waren da noch Snapper. Und ich warte jetzt dann nicht ewig. Da benutze ich jetzt mal einen. Nettes nicht mit Fleisch. Ja, die Tränke, die schon ich gerne ein bisschen. Zumal ich, soweit ich weiß, aus drei von denen einen besseren Heiltrank machen kann. So, mal schauen, 1, 2 oder 3. Bestimmt wieder 3. Ich sehe nur 2. Vielleicht, also mit 2 komme ich ja klar, ne? Fünf! Das sind jetzt. Ah, das kann. Also mit 5 werde ich nicht fertig im Moment. Da muss ich schauen, ob ich irgendwie an denen vorbeischleiche. 5 sind völlig unmöglich im Augenblick. Hoffentlich geht das gut. Ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Hoppala, nicht runterfallen, ich dachte jetzt schon. Und schon wieder Snapper. Sag mal, meine Trefferquote ist ja echt abartig. Sind es jetzt wie viele? 2. 2, das kriege ich hin. Ich hoffe. Ja, ich habe auch gerade schon mal gesagt, 2 kriege ich hin und dann waren es 5. Treffen müsste ich halt. Meine Nerven. Aber sie bringen gut Punkte. C. Trotzdem bin ich noch ziemlich weit weg vom nächsten Level ab. Naja, was heißt weg? Relativ gesehen habe ich es fast geschafft. Feldräuber. Da spare ich jetzt mir aber die Pfeile. Drei Schläge für einen Feldräuber, hallo? Da ist nichts zu holen. Und jetzt wird's wahrscheinlich lustiger. Keiler sind besonders anfällig für Pfeile. 3 Keiler. Aber wie man sieht, kein Thema. Wenn ich nur vorhersehen könnte, unter welchen Bedingungen mich Bogenschießen zum Spielabsturz führen. Aber das kann ich leider nicht. Sind etwa bei Velaya gar keine Warane hier, sondern Keiler? Bei der Nacht des Rabens war's. Sag mal. Boah, das ist eine Trefferquote. Da graust's einem. Sumpfkraut? Nimm mal mit, daraus kann ich doch bestimmt irgendwann mal Krautstängel drehen. Und ich habe ja noch das Krautpaket. Waran. Das sind viele Warane.
da werde ich laufen müssen. Der wäre jetzt dieser Spezialtrank, dieser komische Schnaps, da wäre jetzt der hilfreich. Der Rest heilt sich selber. Magie ist mir da keine Hilfe, oder? Ich könnte es mal probieren. Versuchen macht klug. Ich habe schon wieder einen Pfeil verloren, das habe ich gar nicht gern. Es ist dieser alte Gothic 2 Bug. Vier. Ich hoffe, ich kann ihn dann noch rufen. Wie viele sind es denn jetzt eigentlich? Drei. Geduld ist des Jägers. Ja, ihr wisst schon, was ich sagen will. Kann ich vielleicht einen von denen? Gut, das Problem hat sich fast halbiert. Zumindest den kann ich looten. Liegt da noch die andere? Ja, das ist gut. Weil ich hätte nur... Triff endlich! Eieieiei, ist das eine Trefferquote. Trotzdem muss ich wahrscheinlich wirklich erstmal Einhandkampf das nächste Mal voranbringen. Ich bin im Nahkampf einfach zu schwach und zu anfällig. Da muss ich einfach öfters treffen. Jagdarmbrust. Die gucken wir uns an. Die ist schon mit 20 zu verwenden, na, das ist schön. Weil ich habe ja gesagt, ich brauche die Armbrust eventuell als Detektor. Wenn wir mal die Pfeile ausgehen, schießen werde ich damit nicht, das bringt nichts, weil ich ja nicht auf Stärke gehe. Rostige Axt. Pfeil, Kurzbogen. Da hat offenbar mal eine größere Schlacht stattgefunden. Bolzen. Ist da noch mehr Viechzeugs? Kann sein, dass der Weg inzwischen frei ist. Sumpfkraut, immer mitnehmen. Was war das, ein Schürhaken? Ich habe gerade kurz auf die Uhr geschaut, wo ich den aufgehoben habe. Zeit ist nämlich gleich schon wieder um. Ja, so 20 Minuten Videos wären mir eigentlich ganz angenehm. Aber leider muss ich davor erst drauf verzichten. Ich habe kein Handy und ich will auch kein Handy. Und länger als 15 Minuten kann man nur machen, wenn man, also soweit ich es verstanden habe, wenn man das irgendwie mit dem Handy aktiviert oder so. Und ich will aber YouTube meine keine Telefonnummern oder so geben. Ja, das ist ein bisschen komisch, dass man dann Handy für braucht. Beim ersten Mal habe ich ja sowieso mit der Telefonnummer aktivieren müssen, aber da hat das Haustelefon auch gereicht. Und ich brauche halt kein Handy, ich will keins, ich brauche keins und ich schaffe mir wegen YouTube keins an.